Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim mit der Fanny in der zweiten Staffel. Okay, ich habe ja, ich glaube in der letzten Folge die Kühe gekauft. Kann sein, dass ich mich jetzt aber wieder täusche. Aber sie kriegt jetzt auch schon, guck mal, sie hat schon ein Baby im Bauch. Ja, hast du fleißig gemacht. Oder habt ihr fleißig gemacht? Lass mich mal durch, dickes Ding. So, jetzt gehe ich mal nach meinen Schwein gucken, weil die machen mir am meisten Sorgen. Weil ich nicht möchte, dass sie jetzt hier hinten huschen. Ja, geht mal schön weg da. Ihr habt da nichts verloren. Mal schön nach dem Rechten gucken. Okay, es geht denen aber soweit gut. Papa Schwein schwebt in der Luft. Mama Schwein ist hier. Sie hat aber gerade keine Babys im Bauch. Oh nein. Sie kriegt Babys. Die Inzucht hat begonnen. Die Inzucht hat begonnen. ja, jetzt muss ich warten, bis dieses Schwein auf jeden Fall kein Baby mehr bekommt, hat und groß genug ist. Genauso wie Ihmchen hier. Dann kann ich die nämlich dann schlachten. Ja. So, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz hier nach meinem Silo. Okay, der ist in Ordnung. Wunderbar. Ja, ja, man muss hier echt nach dem Rechten gucken, ne? Sonst wird das hier nichts. Gut, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich gerade auf dem Konto habe. Ich gucke gleich mal. Dann, opala, dann würde ich sagen, hole ich schon mal ein wenig... Habe ich einen Käseschrank fertig, ne? Ja, einen hatte ich fertig. Was fehlte mir denn noch? Metall, oder? Ja, ja, ich glaube, Metall fehlte mir. Holz irgendwie auch, aber... Ist jetzt nicht so das Problem. Oh Gott, ich fühle mich heute wieder ganz schön krank, aber ich bin's nicht. Doch, eigentlich bin ich krank. Eigentlich bin ich krank. Ich bin körperlich total angeschlagen. Also Knochen, Muskel, Sehnen, Bändermäßig. ich gehe aber trotzdem arbeiten und ihr seid trotzdem draußen, obwohl ich hier nämlich einen Balken höher gemacht habe. Aber... Ja, gut, okay, dann hat sich das jetzt hier mit dem Hühnchen auch erledigt. Boah, ich muss so viel bauen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Okay, dieses Hühnlein hat es nicht geschafft. Ja, wobei, wartet, ich lasse es nochmal stehen. Ach, ist das ärgerlich. Ein Huhn weniger. Aber ich muss dazu sagen, in der letzten Folge war noch alles in Ordnung. Also, die waren auch im Stall. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt zwischen dem Auslocken von der letzten Folge und der jetzigen Einlockfolge passieren konnte, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. So ist das Spiel gerade programmiert. Das können wir leider nicht ändern. Okay. Ich hätte einfach den Wasserdruck auch nicht an den Rand bauen sollen. Das ist mir schon klar. Das hat mir auch die liebe Darky auch gesagt. Ich mache den Fehler immer wieder, ne? Aber egal. Dann ist es jetzt eben so. Genau, sowas machen meine Pflanzen. Die kann ich wieder ernten. Hab ich? Ja, hier. Ich habe hier nämlich schon ein paar Kisten. So. Ah, verdammt, die ist tot. Okay, du bist nicht mehr am Leben. Oh, ist die Kiste voll? Oh nein, ehrlich? Okay, dann muss ich noch eine holen. Einen Moment. Ja, jetzt ist mit den Kühlboxen, ne? Jetzt muss man gucken, dass man genug hat. Ja, dann hole ich mal noch eine. Ein paar habe ich ja noch. Zwei, die nicht im Betrieb sind gerade. Okay. Dann sollte ich jetzt auch gleich nochmal verkaufen fahren, auf jeden Fall. Und dann gehen wir
so ein bisschen was für, wenn ich das Geld habe, heißt das ja, dann gehen wir ein paar Geräte kaufen, um die Käseproduktion beginnen zu können. So viel werde ich nicht schaffen. Jetzt ist die auch dead. Die ist auch kaputt. Okay. Gut, dann mache ich mal alle kaputten erstmal weg. Die waren gut, die waren gut. Du warst kaputt. Genau, und du warst kaputt. Alles klar. So, dann kann ich ja hier nochmal neue machen. Und. Ach, ne Quatsch. Nein, hier. Und dann bewässere ich sie auch gleich mal. Perfekto. Okay, so, ich habe ja noch ein bisschen Dünger. Dann werde ich die auch benutzen. So. Okay, Dünger leer. Super. Okay, gut. So, passt mal auf. Dann werde ich das jetzt mal rausstellen. Dann verkaufen wir schon mal ein bisschen was. So, hier habe ich jetzt wie viel drin? Ja, komm, das lohnt sich auch schon. Dann hole ich noch die Kiste mit meinem Schweinefleisch schon mal raus. Das werde ich jetzt auch erstmal so verkaufen, weil ich brauche erstmal Geld. Genau, das ist es. Das Fleisch zu verarbeiten, das machen wir alles noch, ne? Das hat ja auch alles noch Zeit. Wir müssen ja nicht alles heute machen. Ja, ist ja toll. Ich wollte eigentlich nicht einsteigen. Ja, dann macht die so hin. In Ordnung. So, dann fahren wir mal los. Die Dinger einladen. So. Einmal da rein. Ach, schön, dass man so weit reichen kann, ne, eigentlich. Dass man nicht so nah ranlaufen muss. Ah, wartet, ich mache erstmal hier mein Gewächshaus zu. Und einmal die Kiste holen. So. Okay, wunderbar. Dann fahren wir jetzt zum Best Burger. Mal gucken, vielleicht haben die ja. Wartet mal, ist das jetzt auch tot? Ey, das ist echt. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war's dann mit meinen Hühnern. Oh, wie ärgerlich. Okay, wenn ich Weintrauben hier drin habe, dann kann ich keinen Huhn mehr reinpacken. Also man kann das nicht mischen. Wo habe ich denn jetzt hier meine Fleischkiste? Die ist die erste hier, ne? Ja, so. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ach Mann, das ist jetzt irgendwie ganz schön traurig. War hier nicht ein Ei gerade? Habe ich nicht gerade ein Ei gesehen? Aber kann sein, dass ich mich jetzt auch schon wieder getäuscht habe. Gut, ja, dann ist das so. Obwohl, wartet mal. Eier könnte ich doch auch gleich mitverkaufen. Sind immerhin 35 schon drin. Komm. Einfach dahin und gut ist. Es wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass es auch mit den Luxusstellen auch passiert, dass die einfach rausgehen, wenn man nicht alles schließt.
Alter, Leute, das kann aber nicht sein. Also, die Entwickler, die machen wirklich Dinge, die eigentlich schon gelaufen sind in dem Spiel, die haben sie irgendwie wieder rausgenommen durch den Wechsel von der UI4 auf die UI5 wahrscheinlich. Aber ich meine, ich kenne mich mit Programmierungen nicht aus. Aber ich glaube, das geht besser. Theoretisch. Nee, warte, ich bin, glaube ich, nicht. Wow. Ja, jetzt müsste ich eigentlich drauf sein. Okay, schauen wir mal. Käse, Schweinefleisch, Schweinswurst. Ich habe Schweinefleisch drinne, glaube ich, oder? Normales Schweinefleisch. Ja, habe ich. Guck mal. Hier 540. Weintrauben 360. Weintrauben 480. Eier 210. Nochmal Weintrauben für 480. Und zwei Hühner habe ich für 48. Okay, super. Perfekt. Es ist noch alles da. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. Kriege ich die Sachen auch beim Baumarkt? Ja, ne? Ich glaube, ich kriege die auch beim Baumarkt. Die ganzen Gerätschaften. So, dann tuckern wir jetzt einfach mal hinterher. Sehe ich da gerade ein totes Tier? Okay, hier wurde gerade ein Reh umgefahren oder was? Ach Gottchen. Der erste Tierunfall oder wie? Ah ja, okay, gut. Nehmen wir es einfach mit, würde ich sagen, oder? Ja, ich vermute mal, das war ein Bär oder so. Krass, Mann. Ha, voll krass. Aber irgendwie natürlich realistisch, ne? Ich meine, da wo Straßen sind, da sterben leider auch ganz, ganz viele Tiere. Ich sehe das fast täglich, während ich Auto fahre. Und muss auch ständig darüber nachdenken, eine ganze Weile sogar hinterher, wenn ich ein totes Tier auf der Fahrbahn gesehen habe, autobahntechnisch, dann brauche ich immer eine ganze Weile, bis ich das irgendwie verarbeitet habe. Das ist ganz komisch. So. Wartet mal. Dann kann ich doch jetzt theoretisch hier mein Wild auch verkaufen, oder? Wildfleisch, genau. So, und hier stehen jetzt die ganzen Boxen und Eierkörbe, die ich auf mein Auto habe, die auf keinen Fall verkaufen, wenn ihr die nicht verkaufen möchtet. Ja, so. So, jetzt kaufe ich 1, 2, 3. Boah, das kostet echt so viel. Eins, zwei, drei. 1.400, also 2,4 wären es dann, ne? Aber ich brauche die ja. Nee, das ist jetzt zu viel. Verdammt. Okay, ich muss jetzt wieder. Kann ich bitte in den Warenkorb? Danke.
2,9, ja. 2,8. Okay, da muss ich das jetzt so machen. Krasse. Alles klar. Wartet, ich muss jetzt mal, opala, ich muss jetzt mal ganz kurz hier umräumen. Sonst kriege ich die Sachen nicht rauf. So, genau. Okay, da komme ich jetzt gerade nicht ran. Was soll's? So, die Töpfe mache ich jetzt darauf, um einfach ein bisschen Platz zu sparen. Und die Kiste auch noch. Nein. Einmal zumachen. Gut. Dann hätte ich erstmal das Nötigste gekauft, glaube ich. Um die Wurstproduktion anzukurbeln. Und ein wenig Käse, wenn ich ein bisschen Milch hätte. Habe ich aber nicht. Was lag denn da jetzt? Ein Stein, ne? Ein heller. Gott. So, gut, ich hab's hingekriegt. Ich hätte gern auch mein Schocker, mit dem man die Tiere zum Jordan schickt, hätte ich gerne auch gekauft, aber ich habe leider kein Geld mehr. So. Bringen wir mal die Sachen rein. Ich werde natürlich noch mehr kaufen, ne? Das ist ganz klar. Aber eigentlich hätte ich es andersrum stellen müssen, oder? Das zuerst. Und dann das. Ich glaube, so ist die richtige Reihenfolge, ne? I don't know. Die Fanny weiß es nicht mehr. Oder war das zuerst? Nee, das war zuerst das und dann das, ne? Ach man, keine Ahnung. Werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. So, Käseproduktion, ich weiß, die ist noch nicht da. Stelle ich erstmal dahin. Ich habe jetzt auch noch keine Tische oder sowas. Nein, Quatsch, installieren. Hat aber ja, wie gesagt, ja auch Zeit. So, ich muss jetzt erstmal Geld scheffeln. Ich versuche das jetzt mal ohne Ölproduktion. Warte mal. Ich stelle die mal ein bisschen. Einfach so hin. So. Das.
Dann stelle ich meine Kiste einfach mal hier hin. Super gut. Hoppala. So, den Eierkorb brauche ich ja erstmal nicht. Nee, wartet. Hier, Gewächshaus. Ich muss in mein Gewächshaus ja auch noch was stellen. Noch eine Kiste. Bei Gelegenheit muss ich auch noch mehr Kisten kaufen. Das bleibt nicht aus. Ja, dann kann ich ja den provisorischen Hühnerstall ja dann auch sozusagen vernichten. Dann bringt das jetzt ja alles nichts. Gut. Aber muss ja nicht alles heute sein. Eierkorb stelle ich auch erstmal hier in meine Production Area. Und dann gucken wir nochmal nach den Tieren. So, genau. So, ihr Schweinchen. So, eigentlich. Das ist Pork, genau, um Gottes Willen. Eigentlich, ja komm. Wie gesagt, ich habe jetzt leider keine Dingens. Ja, ich weiß, jetzt kriegen die Panik, aber was soll ich tun? Nee, du hast Babys im Bauch, dich darf ich auf gar keinen Fall. So, Pork, nee, du darfst auch leben. Du bist meine Porky, ne? Genau. Und du bist tot. Genau. Okay. Warte mal, ich brauche. Entschuldigt, meine kleinen Schweinchen, dass ich euch jetzt hier so eine Panik gemacht habe. Dann können wir ja schon in der nächsten Folge eigentlich beginnen mit der Produktion, würde ich sagen. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Oh, scheiße, ey. Ach, Mann. Das ist alles irgendwie nicht so wirklich durchdacht, würde ich sagen. Komm mal her, Schweinchen. Wer bist du denn? Du bist Pork. Ja, natürlich. Du kommst mal schön mit, mein Freund. Ja, Pork. Komm. So, hier rein. Komm. Ah, du hängst doch draußen. Verdammt. Oh, komm.
So. Bock, komm. Hier machen wir zu. Ja, komm. Du darfst einmal durchs Haus. Ja. Okay, da kommt dann natürlich nicht durch, weil nur eine Tür auf ist. Ach, Pork, ehrlich. Du bist einfach zu dick. Verstehst du das? Komm, schnell, Pork. Komm. Gott, komm rein. So. Es hat funktioniert. Okay. Dann einmal aufsammeln. Tam-tam. Tam-tam. Wartet mal, ich habe ja hier noch ein bisschen Mist. Noch irgendwo? Ja, da. Da ist kein Schwein drin. Und hier auch nicht, ne? Nein. Okay. Ich glaube, dann habe ich soweit, so gut. Nee, da war noch Mist. Guck mal. Jetzt gerade weggepackt und jetzt habe ich es gerade im Augenwinkel hier gesehen. So. Ja, ihr braucht euch gar nicht so beschweren. Ich muss jetzt noch da vorne Fleisch holen, habe ich gesehen von draußen. Einmal da. So. 19. Auch Mist, oder? Ja. Tatsächlich. So, okay. Dann sammle ich das jetzt auch noch mal ein, ganz kurz. Hier vorne. Genau, das ist nämlich mein Dünger. Dünger. Kommt der Feldarbeit ganz gut und wahrscheinlich auch meinen Gewächshaus. So, dann fülle ich die nochmal auf. Minus 21 Dollar. Okay, so, und dann würde ich sagen, speichere ich erstmal ab. Wow, was für ein Ranch-Tag heute. Einmal speichern, genau. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann los mit meiner ersten Produktion hier. Es wird natürlich lange dauern, weil ich ja nur ein Gerät habe. Aber ist nicht weiter schlimm. Und ich vermute mal, in der nächsten Folge wird dann auch die erste kleine Kuh da sein. Mein Kälbchen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet heute ein wenig Spaß mit mir zusammen. Und vielen, vielen Dank für eure Kommentare, für eure Däumchen und so weiter. Ich werde mein Auto jetzt mal kurz umparken. Und dann soll es das für heute gewesen sein, meine Lieben. So. Okay. So, macht es gut, meine Lieben. Habt einen super schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.